Die nächste Explore-Folge wird auf Sardinien gedreht. Das Auto, ein ID.5 GTX, parkt auf einem Parkplatz. Den Standort schicke ich euch auf das Smartphone. Bei Fragen wendet euch an Martin. Das ist eure Chance. Kapert das Auto, dann gehört die Folge euch. Wir haben es geschafft. Es hat geklappt, sehr gut. Explore-Übernahme. Jawohl. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, die Folge heißt Explore, also Explore Overtake. Und wir fahren jetzt zu Martin. Okay, let's go. Hallo Martin, schön dich zu sehen, hi. Hey ihr drei, was Grüchen. Macht ihr denn hier? Ich habe eigentlich mit Chris und Sarah gerechnet. Wir haben die Folge uns geschnappt. Auch nicht schlecht. Und jetzt? Ja, jetzt würde ich sagen, erzählst du uns erstmal ein bisschen was zum Auto. Okay, was wollt ihr wissen? Ja, erstmal, was fahren wir überhaupt? Den neuen ID.5 GTX, toll in Rot und mit einer tollen Linienführung. Also auf jeden Fall mal das sportlichste E-Auto, was wir haben. Apropos Sportlichkeit, was hat der eigentlich so drauf? Fangen wir mal an mit der Leistung. 220 kW, Allradantrieb, Fahrdynamik Manager, damit der Fahrspaß auch nicht zu kurz kommt. Am Ende resultiert das in einem CW-Wert von 0,27, was natürlich für ein E-Auto super ist. Wie weit kommt er mit einer Ladung? Nach WLTP 490 Kilometer. Und mit welcher Leistung lädt er? Mit 135 kW. Und damit ist er von 5-80% in 36 Minuten gut geladen. Ja, Martin, kannst du drei Besonderheiten nennen, die vor ihm noch keiner hatte? 3.0 Software ist das Stichwort. Und damit gibt es ein paar neue Details im Auto. Unter anderem den E-Routenplaner oder den Travel Assist mit Schwarmdaten. Und eine Sache, die ihr unbedingt ausprobieren müsst, das ist der Park Assist Plus mit Memory-Funktion. Die letzten 50 Meter behält er nämlich dann im Kopf und kann das komplett selbst machen. Viel Spaß dabei. Das cool. Macht echt Spaß. Was ist denn für dich persönlich das Beste an dem Wagen? Das Beste am Ganzen, tja, für mich der Fahrdynamik-Manager, weil mit dem Auto bist du so agil unterwegs. Die Kraftverteilung ist super. Das ist einfach toll. Super präzises Fahrverhalten, das macht echt Spaß. Ja, geil. Wer fährt jetzt von uns? Ich würde sagen, ich fahre, weil ich habe für euch zwei Mädels eine Challenge. Da fahren wir jetzt hin und wer die gewinnt, der darf dann weiterfahren. Ist Deal. Los geht's. Danke, Martin. Dann viel Spaß. Tschüss. Ich hätte gesagt, wir testen den jetzt wirklich mal auf Herz und Nieren und schauen mal, ob der wirklich so viel Spaß macht, wie Martin es gesagt hat. Also ich beschleunige jetzt mal. Oh, krass, ey. 6,3 Sekunden auf 100, sorry Mädels. Das ist der stärkste ID, den es bei VW gibt. 299 PS, 220 kW. Geht schon ab, oder? Mega krass, ich hätte jetzt gar nicht mit so einer Beschleunigung gerechnet. Das hat den richtig in den Sitz gedrückt. Entschuldigung, so viel. Sorry. Das Gute ist ja bei dem Gewicht, weil das halt so weit nach unten verlagert ist durch den Akku, hast du halt immer einen schönen niedrigen Schwerpunkt. Das heißt, du kannst halt immer richtig schön sportlich so durch die Kurven fahren, weil die Dinger kleben halt einfach auf der Straße. Wir haben ja auch so verschiedene Modi. Ich gehe jetzt mal in Sport und beschleunige nochmal. Schon cool, Komfort. Trotzdem noch ganz schön gut. Und wir haben hier Traction. Probieren wir auch gleich mal aus. Wir gehen jetzt ins Gelände. Darauf achten beim Offroad-Fahren, dass du nicht vom Gas gehst, wenn du bergauf fährst, weil du brauchst immer Drehmoment. Gut, eigentlich ist es ja sogar noch viel besser, mit einem E-Auto hier so eine Strecke zu fahren, weil du ja sofort Drehmoment hast. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Angst haben muss. Ja, sie lässt uns einfach im Wald und fährt dann einfach weiter. Ja, wartet ab. Die Challenge wird mega cool, vor allem wird sie lustig. Ja, gespannt bleiben. Vielleicht hat es was mit gespannt bleiben zu tun. Der Wendekreis ist in Ordnung. Das ist echt in Ordnung, ja. Aber die Lenkung macht mit, die geht echt klar. Darf ich mal fragen, wie bist du überhaupt auf diesen Weg hier gekommen? Ich habe mir die schwierigste Strecke rausgesucht für euch und für den ID. Ich sag's euch ehrlich, ich habe mich verfahren, ich habe keine Ahnung. Ich habe es euch ja versprochen, es hat was mit gespannt zu tun. Und zwar habe ich euch jetzt ein Slackline hier aufgespannt. Was ist das? Also, ihr müsst da jetzt drauf mit euren Füßen und wer länger drauf bleibt, der darf dann als nächstes fahren.
Oh, das ist gemein. Ihr schafft das, ihr schafft das. Ich halte euch das fest und ihr dürft hier an meiner Schulter hoch. Okay. Teamwork, ja, sehr gut. Oh, ihr dürft auch meine Hand hier. Ja, hier auch festhalten. Es wird immer schlimmer. Ihr dürft auch meine Hand. So, hier halte ich fest. Okay. Oh, oh mein Gott. Sehr oh gut. Gott. Warte. Oh, und derjenige, der gewinnt, darf als nächstes fahren. Okay. 3, 2, 1. Wer darf als nächstes fahren? Okay, ich glaube, es war schon ganz knapp. Hat Lisa gewonnen. Ich würde sagen, ich übernehme jetzt das Steuer, ich fahre und ihr steigt okay ein. Alles klar. Hey Lisa, jetzt geht's elektrisch los. Wie fühlt es sich an? Erstmal, kannst du gut sitzen mit deiner Größe, oder? Also ich bin ja nur 1,53 groß und habe in manchen Autos echt Probleme mit der Sitzeinstellung. Aber hier hast du wirklich einen super hohen Blick. Also du kannst dir den Sitz echt klasse einstellen, dass auch ich mit meinen kurzen Beinen super fahren kann. Also alles perfekt. Und ich habe eine super Beinfreiheit hier hinten. Voll gut. Wir haben auch gerade hier so eine schöne kurvige Straße vor uns und muss auch sagen, das Auto fährt sich echt super, macht extrem viel Spaß. Hätte ich jetzt nicht erwartet von einem Elektroauto. Ist ja auch das allererste Mal, dass ich ein Elektroauto fahre. Hast du mal den Travel Assist ausprobiert eigentlich? Nein, bis jetzt noch nicht. Aber wir können uns eigentlich direkt mal in die Assistenzsysteme hier reinstürzen und direkt mal testen. Jetzt kannst du mal loslassen. Ja genau, jetzt kannst du loslassen. Jetzt hält er eben die Spur. Oha, da oha, ist es. Oha. Sehr gut. Und durch diese Schwarmdaten, die eben aus anderen Modellen gesammelt werden, kann man eben auch nur mit einer Fahrbahnmarkierung das Ganze benutzen. Quasi greifen sich dann diese Systeme, die Daten von den anderen VW-Modellen, genau, und übernehmen die dann, dass er weiß, wo die Strecke lang geht. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Genau. Vor allem, wo die Spur lang geht. Ja, also, dass er dich ja automatisch dann rechts hält, weil du brauchst ja dann keine Mittelspur mehr. Es ist ein bisschen ungewohnt, das Lenkrad dann einfach loszulassen und er führt dich dann so, aber es ist auf jeden Fall mega. Oh, hier hinten ist ganz schön warm. Kannst du mal ein bisschen kälter machen? Hallo ID, mir ist warm. Ja, vorne rechts wird es gleich kühler. Also bei mir wird es kühler. Ich weiß, das ist sehr gut. Ich weiß ja, dass ihr ziemlich tierlieb seid. Schaut mal, was ich für euch... Oh, wer ist das denn? Jetzt ist eigentlich keine richtige Challenge, ist mehr was für euch zum Entspannen, zum Füttern und zum Streicheln. Habe ich euch hier das kleine süße Lämmchen mitgebracht. Oh mein Gott, süß. Ich habe übrigens gelesen, dass es viel mehr Schafe auf Sardinien gibt als Menschen. Ja, dreimal mehr Schafe als Menschen gibt es hier. Okay. Süß. Oh, es ist so flauschig. Komm, mal gucken, ja, mal, ist voll süß. Will. Könnt ihr es gerne füttern. Sichtlich wohl auf deinem Arm, ne? So, ja, es ist entspannt. Ganz entspannt. So, fast so groß wie du. Das war's leider mit unserer kleinen kurzen Verschnaufpause. Verabschiedet euch vom Ernie. Tschüss. Ich bringe ihn kurz weg und komme gleich wieder. Ihr wisst vielleicht, dass ich gern so in meiner Freizeit ein bisschen Wassersport betreibe. Und deswegen dachte ich mir, wenn man schon mal auf Sardinien ist, dann müssen wir definitiv auch noch mal zum Abschluss des Tages ans Wasser, oder? Sehr gut, finde ich super. Gute Idee. Let's go. Ja, Sophia, wir fahren ja eigentlich mehr so die sportlicheren, tieferen Coupés. Was sagst du jetzt eigentlich zu dem Design hier? Ja, es ist natürlich nicht zu vergleichen, weil wir fahren ja jetzt halt ein etwas höheres SUV. Aber ich finde es halt geil, dass die Dachlinie einfach hinten so abfällt, wie halt auch eben bei einem Coupé. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, der Wagen hat ja hinten einen Spoiler. Finde ich auch eigentlich ganz cool, weil das siehst du eigentlich auf SUVs gar nicht. Selten, ja. Was ja zudem ja auch nochmal die Aerodynamik ein bisschen verbessert. Und so vom ganzen Optischen her wirkt er ja doch sportlich und du hast keine Platzeinbußen. Also, ob du jetzt hinter uns sitzt oder wir hier vorne, wir haben riesig viel Platz, wirklich so richtiges Wohnzimmer-Feeling. Ich finde es halt auch gut, dass du halt hier eben, dadurch, dass du hier den Antriebsstrang nicht mehr durchgeführt hast, auch in der Mitte viel Platz hast. Weil ich sitze eigentlich überhaupt nicht gern hinten und auch nicht überhaupt nicht gern in der Mitte. Aber fand ich jetzt eigentlich ganz angenehm. Es ist ja cool, dass der hier sogar hier die Ladesäulen anzeigt. Ja, und vor allem, du hast ja den E-Routenplaner. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel noch 54% Ladung. Und du musst hier gar nichts Großartiges machen und während der Fahrt dich ablenken lassen, sondern das Fahrzeug zeigt dir automatisch an, wie weit du jetzt auf deiner Route noch mit dieser Ladung kommst.
und wo die nächsten Lademöglichkeiten sind auf deiner Route. Das heißt, du musst es nicht vorher irgendwie eingeben und suchen. Was auch mega cool ist, wenn eine Ladestation besetzt ist, zeigt er dir das auch gleich an, dass du da nicht unnötigerweise irgendwie hinfährst, sondern ist dann rot und dann weißt du, okay, da steht gerade schon jemand und fährst am besten zu der grünen Ladesäule. Hey Sophia, wie schnell kann der eigentlich fahren? 180 Spitze. Habt ihr noch Bock auf eine kleine letzte Challenge? Ja. Wer zuerst bei mir ist, hat gewonnen. Yay! Lisa hat gewonnen! Yay! So, ich hoffe, dieser Abschluss hat euch jetzt noch gefallen vom Tag. War mega, echt cool. Aber jetzt würde ich gerne noch eine Sache machen, und zwar diese mysteriöse Nummer vom Anfang mal anrufen. Oh ja, jetzt will ich wissen, wer ist das eigentlich gewesen? Hi Jessie, hi Lisa, hi Sophia. Danke für den Rückruf und vor allem danke für euer Takeover. Sarah, du bist das? Krass, ich dachte eigentlich, es wäre deine Show. Warum? Ja, ich dachte einfach, nach all den Challenges haben Chris und ich einfach mal eine Auszeit verdient. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ihr einen ganz, ganz tollen Tag hattet mit dem ID.5 GTX. Ja, siehst du ja dann bei Volkswagen News. Übrigens, abonnieren nicht vergessen.